Willkommen zurück zu Warriors Orchi. Weiter geht's hier bei der Schlacht von Nefei. Ob wir hier wohl wieder auf so einem Quanten treffen? Wer weiß, wer weiß. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall die Frau von Sir Dachio gerettet. Ja, Dongzhu hat es auf sie abgesehen und wir wissen, was Dongzhu mit ihr vorhatte. Man kennt den Tyrannen, ne? Ja, ich will es nicht nochmal erwähnen. Okay, weiter geht's mit der Schlacht von Nefei. Koalitionsarmee gegen Orchis Armee. Die Koalition hat einen todsicheren Plan. Führen sie ihn fehlerlos aus, um den Spieß umzudrehen. Ich habe hier ein bisschen Angst, weil wir spielen die Wu-Story und Wu hat immer verloren bei Yefei. Beim ersten Schlag vor Yefei haben sie riesige Verluste erlitten. Obwohl sie in Übermacht waren, haben sie total verkackt gegen Wei. Und dann später noch, natürlich nochmal mehrmals an eine Burg Yefei haben sie auch immer wieder verkackt. Ich glaube, die haben dreimal versucht, diese Burg Yefei einzunehmen und dann, ja, immer ist es fehlgeschlagen. Also Yefei ist wirklich kein schöner Ort für die Wu-Armee, aber... ja, gucken wir mal. Haben es ja jetzt nicht mit dem Wei-Truppen zu tun. Battle of Sekigahara. Sun Ze was reunited with his sister Sun Shangzhang and they joined forces in their quest to defeat Orochi. Nach der Schlacht von Sekigahara war Sun Ze mit seiner Schwester Sun Shangxiang wieder vereint. Und so schlossen sie sich zusammen, um Orochi zu besiegen. Their brother Sun Quan, however, was unable to conceal his rage at Sun Ze for his selfishness, which he believed had placed the entire Wu clan in peril. Ihr Bruder Sun Quan konnte seine Wut über Sun Ze und seinen Egoismus, der seiner Meinung nach den gesamten Wu Clan gefährdete, nicht verbergen. Aware of this growing animosity, Orochi sent Sun Quan after his brother once more. Orochi bemerkte die wachsende Feindseligkeit und setzte Sun Quan erneut auf seinen Bruder an. Auch mega brutal von Orochi, dass er eben halt die Familie immer wieder untereinander kämpfen lässt. Supported by hardened veterans such as Keiji Maeda and Cao Ren, Sun Quan set out to face his brother at Heifei. Unterstützt durch erfahrene Veteranen wie Keiji Maeda und Cao Ren brach Sun Quan auf, um seinen Bruder bei Heifei anzugreifen. Scheiße, sind doch Wei-Truppen dabei. Uah. Kein schönes Omen. I have fought alongside Sun Ze for some time now, but I still cannot fathom how he thinks. Ich habe lange an der Seite Sun Ze gekämpft, aber ich verstehe immer noch nicht, wie er denkt. Er scheint sich ja richtig drauf zu freuen, mit seinem eigenen Bruder zu kämpfen. Why wouldn't he? There's nothing like a genuine matchup with your brother. And it doesn't get more genuine than this. Warum sollte zögern? Ein Kampf mit seinem Bruder ist die größte Herausforderung und Prüfung, die man im Leben erfahren darf. Don't worry. I got a feeling it'll all turn out for the best. Keine Sorge, ich bin mir sicher, dass diese Sache gut ausgehen wird. See, but I still don't quite understand. Kann schon sein, aber ich mache mir immer noch keinen Reim drauf. Ich kann mir keinen Reim drauf machen. What the fuck? Ist auch egal, Mann. Immer diese kleinen Laserfails, weil ich so schnell lese. Whatever. Los geht's. Ranmaru, ey. Versteht einfach den Sun Ze nicht. Er hat halt Spaß am Kämpfen. Und wenn er mal gegen seinen Bruder kämpft, was halt nicht so... ja. Auf der Alltagsordnung steht. Wenn sie normalerweise immer zusammenkämpfen, ist halt für ihn was Besonderes. Schon ein bisschen merkwürdig, aber ja, so ist es nun mal. Würde ja Sun Quan niemals umbringen wollen. Das will ja nur Sun Quan. Sun Quan will nur Sun Ze jetzt tot sehen, glaube ich. Sun Quan ist natürlich unser Endboss. Sun Ze darf nicht sterben und das Hauptlager darf auch nicht fallen. Wir sind hier in der Burg Yefei. Die kleine Burg Yefei, die noch nicht ausgebaut wurde. Später wurde die natürlich vergrößert durch Manchong eben halt, der hat eben halt diese Idee gehabt, die Burg Yefei zu vergrößern und eine Kampffestung rauszumachen. Und die nannte man dann ja auch die neue Burg Yefei. Gut, wer haben wir denn meinen Gegnern? Sun Quan natürlich, sein Leibwächter, Zhou Tai, Cao Ren, Keiji Maeda. Ach du Scheiße. Zhen Ji, noch wer interessant ist, Xu Sheng, Zuan Dingfeng, Hao Cao, Yu Jin, Gao Shun. Cao Hong, Zaozus Bruder, Yu Jin, Li Din aber nicht, ne? Ja, Li Din ist irgendwie nicht in dem Spiel drin, ganz komisch. Cao Zhang, wow. Ordentlich was los. Yoshitsugu Otani, gar nicht gesehen. Ja, natürlich. Boah, meine Fresse, das ist aber eine Armee, ey. Die unbedeutenden, in Anführungsstrichen, Offiziere, die kenne ich fast alle, ey.
Junge. Ach so, ja gut. Die haben wir schon mal alle gesehen. Lu Meng ist wieder am Start, Huan Gai am Start. Und Yuan Shao habe ich auch mal wieder ausgepackt. Warum nicht? Ja, ich glaube, es wird sein letzter Auftritt. Sorry, Yuan Shao Fans, falls er welche hat. Ich mag ihn ja, aber ich will ihn jetzt nicht als Yuan Shao Fan bezeichnen. Ich mag ihn schon, aber ich glaube, viele mögen den gar nicht mehr. Ah, in den Burglocken. Gute Idee, Lu Meng. Komm. KG. Nö. Komm, wir können in der Burg kämpfen. Komm her, KG. Ich hab dich hier lieb. Komm her, wir können in der Burg kämpfen. Komm her, hier ist es warm und gemütlich. Die Heizung, die geht hier ab. Du wirst nicht frieren. Wir können am Kamin chillen und den Tag genießen. Ja, hier stimmt was nicht. KG rennt natürlich einfach rein. Er freut sich noch, dass es eine Falle ist. Ja, ist echt so, habe ich auch gemerkt. Ich habe es auch gemerkt, dass er sich gefreut hat. Dass er schon seinen Icon da gesehen hat. Mega gefreut, man. Oh, der macht aber ordentlich Schaden, ey. Ein Treffer, Hälfte weg von der Ärztenlebensanzeige. Komm, Yuan Shao, ich glaube, du bist hier gefragt. Weil er kann halt kontern. Mit der 1, wenn wir getroffen werden, das ist ganz gut. Und Technik-Char ist hier genau das Richtige gegen den. Bam! Haha, wie schmeckt euch das? Zack. Yeah, wisst ihr, was kriegst du was? Aber wir haben KG. Nice. Good job, Yuan Shao. Der Adler triumphiert. Niemand ist gut genug, um sich mir gegen ihn zu stellen. Aha. Los geht's! Oh, das ist irgendwie geil, ey. Fängt schon gut an. Wow, die Schlacht gefällt mir richtig gut. Adrenalin-Kick direkt zu Anfang an. So muss eine Schlacht aussehen. Direkt Keiji Maeda zu Anfang. I love it! Das ist, glaube ich, meine Favoritenschlacht. Mit Osaka Castle. In der Woo-Story. Das ist richtig geil, Mann. Komm. Ein Adliger braucht auch sein Pferd. Komm, wo ist es? Ich soll auf so ein billiges Pferd. Normalerweise verdiene ich ein edles, weißes Pferd. Yuan Shao, halt die Fresse. Nimm einfach das Pferd. Sei froh, dass du es hast. So, ich denke, jetzt gehen wir erstmal in den Norden. Denn, ja, ich denke, da sind mehrere Offiziere, die Stress wollen. Den ersten Angriff haben wir jetzt abgewehrt. Ich denke mal, dass da tatsächlich trotzdem noch Verstärkungstruppen kommen werden. Das ist Sefei. Planänderung. Wir gehen in die Mitte. Oder müssen wir die jetzt auch in die Burg locken? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, die Brücke zerstören! Das kennst du, Lu Meng, was? Die damals bei Wut rumgemacht. Jo, gute Idee. Aber wie machen wir das? Wie machte man das nochmal, Freunde? Ich weiß es doch nicht mehr. Wie ging das nochmal? Ich hab keine Idee. Ich bin ratlos. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Und immer mehr Truppen kommen jetzt über die Brücke. Und das Hauptlager ist in Gefahr. Und es wird fallen. Es wird vernichtet. Die Aussichten stehen schlecht. Da dum 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 dum. Ich schlage, glaube ich, einfach wirklich nur diese Truppen jetzt zurück. Weiß nicht, was ich sonst machen soll. Lol, der verliert gegen normale Truppen. Sein fucking Ernst, Mann. Und der scheiß Sau Zen rennt einfach weg, Mann. Ist auch nicht sein Ernst, oder? Und der Hautsau, der kämpft wenigstens. So, Yuan Shao, läuft bei dir heute, was? Und Guy muss natürlich auch nochmal ran. Zau, zau! Loving it. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie geht das mit der Brücke? Wie ging das nochmal? Ah, Verteidigungshauptmann, du bist es. Du bist es. Komm, mach dich kaputt, Alter. Was das? Reicht das? Glaube ich nicht. Gao Shun. Ja, da hinten ist noch ein Verteidigungshauptmann. Kann ich mal noch Gao Shun? Dann sollte das passen. Hä? Komm ich denn jetzt hier lang? Ah, ich muss erst hier rum. Okay. Nein! Oh Gott, jetzt müssen wir uns beeilen hier mit der Brücke.
Und es klappt, Blumengs, plan ich. Das ist so gut ausgedacht, Mann. Oh, wir sind sogar die Truppen von Orochi, die Dämonen. Jetzt müssen wir uns zurückziehen, das ist gut. Ich dachte schon, wir können uns nicht mal zurückziehen. Das heißt, ich hätte mich durch die Feinde zurückziehen müssen. Das wäre ein bisschen scheiße gewesen. Komm. Rüber. Ich denke, das war's, oder? Brücke müsste doch jetzt eingestürzt werden, oder? Oder wird diese Brücke jetzt zerstört? Whatever. Wir haben eigentlich den Job gemacht. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht kaputt geht. Ist mir jetzt scheißegal. Dann halt kein Pferd. Ah doch, jetzt. War eine Warteschleife. Die Shoshi-Brücke ist kaputt. Sehr nice. Jetzt müssen sie nicht diesen riesigen Umweg immer gehen. Ja, und jetzt können wir Zauren in der Mitte gut vernichten. Ah, Hefei ist echt nicht so ein Quanzgebiet. Oh, jetzt schickt er Jotai vor. Krass. Hans und Sir, der ist auch wieder lebensmüde. Er geht voll an die Front wieder, oder? Ja. Der ist so bekloppt, der Typ. Nicht, dass der jetzt verkackt, Mann. Kann ich jetzt seinen Leibwächter spielen? Und Lumeng macht's. Oh, jetzt muss Yuan Shao aber auch mal was machen, Mensch. Ich spiel nur mit Lumeng und Yuan Shao irgendwie. Ich mag die beiden. Wo war die Brücke? Ja, ihr seid alle am Struggeln. Ich verstehe gar nicht, warum. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ist doch nix. Ist doch nix Tolles. So, dann nehmen wir jetzt hier einfach just for fun hier das Tor ein. Dann gehen wir da oben hin. Jotai. Der muss besiegt werden. Ja, die sind auch schon am Struggeln. Kann ich verstehen. Jotai ist ein mächtiger Gegner. Den ist nicht zu spaßen. Hier ist die Brücke, oder? Ja. Das erkennt man so schwer. Die Map ist schon gigantisch. So, Jotai, dann stell dich mir entgegen. Komm, Huangai macht das. Wu-Battle. Huangai gegen Jotai. Huangai war wahrscheinlich früher der Leibwächter von Sun Jian. Beziehungsweise sein Vertrauter. Jetzt kämpft er gegen den Next-Gen-Vertraut, nicht Jotai. Das ist doch ein Battle der Giganten. Aber erstmal kämpft mit dem Ding. Das ist ja ein Ding. Komm, Wrestling-Moves bitte. Yo, los geht's. Ah, macht nicht so viel Schaden. Aber verbraucht auch nicht so viel Musu. Insofern ist ganz cool. Yo, ein paar trainiert. Schön Wrestling geübt. Bam. Jetzt haben wir kein Musu mehr. Dann macht die Menge wieder den Rest. Oder Yuan Shao doch. Nervig. Fushi rennen. Down. Ja, komm. Jotai ist ja immer noch da. Junge. Reden mit dir ab. Das müssen wir mal haben. Yes. So, Sun Quan, was machst du jetzt ohne deinen Bodyguard? Hä? Scheiße gelaufen für dich, was? So, ich denke, hier haben wir aufgeräumt, denn schnappen wir auch das Pferd von Jotai. Ist nämlich ein besseres Pferd als das, was wir haben. Komm, hol dir noch die Axt des Kriegsgolds und dann machen wir zu. Und dann wehrt er trotzdem alles ab. Na super. Feuerfall, da haben wieder keinen Bock. Komm, irgendwie. Wow, dieser Nagayuki Miyoshi, ey, der kämpft besser als Jotai hier. Was ist mit dem denn los, ey? Der wollte es richtig wissen. Ja, die Waffe kann ich jetzt nicht aufnehmen, müsste ich vom Pferd absteigen. Ist ein bisschen blöd gemacht damals. Ja, lass ich sie liegen, habe ich nicht unbedingt nötig. Jetzt schnell in den Südwesten. Wieso denn, Checkbude? Ist doch gar nichts. Ich verstehe es nicht. Na. Boah, das Pferd ist insane, ja. Ich wusste, dass die da uns strugglen, die haben keine Chance. Sind auch zu viele Offiziere. Mehr als wir. Ja, Cheng Pu ist nicht mal im Kämpfen und er sagt, er braucht Hilfe. Ist klar. Ist klar, Cheng Pu. Läuft bei dir. Seine Leibwächter wurden bereits besiegt. Das hat man gesehen. Er hat keine Wächter mehr an seiner Seite. Ja, der da oben hat auch Probleme, obwohl da oben nichts mehr ist. Nice. Loving it. Loving it.
Ah, der Soundtrack ist so nice. Los geht's. Yoshitsugu Otani, oh Gott. Erst einer von Langemases Leuten, dann später der Vertraute von Mitsuno Ishida. Gehen die Feuerpfeile jetzt? Bitte gehen wieder nicht. Nö, Feuerpfeile haben nie Lust. Okay. Ah, Yoshitsugu. Ja. War von ihnen zu erwarten. Ah, ich glaube, wir haben ihn. Ja. Nice. Wow, lass der armen Opfer in Ruhe. Wurde richtig verkrüppelt, ey. In die Mitte angestellt, ey. Wow, erste Leid ist schon weg. Ja, die Schlachten werden wieder härter. Guckt euch das an. Die Schlachten werden wieder hart. Ja, ab diesem Zeitpunkt wird es wieder schwer, Freunde. Komm, Satoi Gamo. Hier, fangt. Bam. Das war ein Fehler, mich anzugreifen. Ich hab nicht mein Musu noch ready. Hier, Yujin. Ach ja, man konnte die Bomben ja auch legen. Wie geil. Wow, lass Jiangxin in Ruhe. Ist bescheuert, Alter. So. Und das war's mit dir. Die Menge macht das mal gerade wieder. One more for the glory of you. Und auch hier haben wir jetzt aufgeräumt. So, jetzt können wir Sungwan von beiden Seiten in Mangel nehmen. Da steht uns kein Hindernis mehr im Weg. Und er hat all seinen Trumpf verspielt. All seinen Trumpf an die Front geschickt. Er hat kein Gunpowder mehr für seine Kanone, wenn er so wollt. Sein Schießpulver ist verschossen. Auf geht's nach Sungwan, wir gehen jetzt nach Sungwan, über zwei Brücken, dann sind wir da und dann gibt es ein episches Battle und vielleicht kriegen wir ihn dann gefangen genommen. Oh yeah, let's fucking go. Aber das Tor nehmen wir noch ein, just for fun. Warum nicht? Geht ja eh schnell, ist ja nichts dabei. Boah, die sind ja alle am strugglen, Alter. Gebt euch doch wenigstens mal ein bisschen Mühe oder tut wenigstens so. Wow, und Yuan Shao, der muss auch zusehen, ey. Sein Leben ist nicht mehr so gut. Oh, da kämpfen die da wirklich nur mit dem Offizier. Wer ist denn da denn? Ey, da ist doch nicht mal was. Und die sind aber strugglen, ey. Seriously? Das ist echt nicht deren Ernst. Verlieren gegen normale Truppen. Obwohl die Moral so hoch ist. Das ist alles traurig, ne? Die Moral ist ja auf unserer Seite. Oh, jetzt schickt er seinen letzten Männer auch noch nach vorne. Wie dumm. Zu Shanks hier. Oh, Sogwan selber rückt auch vor. Ja, krass. Er will wahrscheinlich jetzt aufs Hauptlager zu stürmen. Seine letzte Chance, das Hauptlager vor uns einzunehmen. Ja, aber da wird er auch nicht mit glücklich. Wird nicht funktionieren. Wow, alleine gegen die zu kämpfen ist aber schon hart. Wo sind wir verbunden? Das ist ein bisschen too much hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen too much. Komm, da ziehe ich mich jetzt mal zurück. Weil lebenstechnisch sieht es nur bei Lu Meng gut aus. Nehmen wir noch das Tor hier gerade ein. Warum nicht? Ja, haben die Verbündeten schon gemacht. Gut Job. Gut Job. Oh, Sun Shao alleine. Das ist ein Fehler, mich alleine rauszufahren. Nee, da ist ja so Quan schon wieder. Verdammt. Oh oh, Lu Meng. Aufpassen. Ich muss mich konzentrieren, sorry. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so schwer wird. Aber die drei, ey, die wollen echt nicht einfach so aufgeben. Komm, so ein Schau wenigstens. Wenigstens den. Es ist schon mal einer weg. Yes. So, jetzt zu Sheng. So, wie wir uns wirklich voll und ganz auf so ein Quan konzentrieren können. Den werden wir jetzt wohl schaffen, oder? Mit so vielen Leuten. Yes. Und Axt des Kriegsgottes. Somit wird es einfach.
platziere hier mal eine Bombe. Komm her, komm her. Ach, geht eh nix. Oh doch, schmeißt sie eine Bombe rein. Ich glaube, sie hat sogar getroffen. Fang! Und Chris. Ja, wir sollen die Axt des Priesters nutzen, nicht, dass die gleich vorbei ist. Ah, schon so ein cooles Item jetzt haben, nutzen wir es auch. Lumeng macht's. Lumeng bringt's zum Ende. One more for the glory of Wu. Besiegt erstmal Sun Quan. Kaiser von Wu. I am unworthy. End my life now. Showtime! No. But it is futile. You shall not pass. Why do you not fight? Because he trusts in me. Surely such bonds of faith exist in your time too. Do you have a message for me, Zhou Tai? Was will er uns sagen? Das werden wir wohl nie herausfinden. Oder erst im übernächsten Part? Oder jetzt vielleicht sogar. Was? Zhou Tai berichtet, dass euer Bruder immer noch von Orochi zum Kämpfen erpresst wird, weil das Leben eures Vaters auf dem Spiel steht. Just as I suspected, his heart was never in his battle with you, my lord. Wie ich es mir schon dachte, er wollte nie wirklich gegen euch kämpfen, mein Lord. I know how he must be struggling with his burden. Zhou Tai, fight with me and we will win him over to our side. Ich kann mir vorstellen, welche Last er zu tragen hat. Zhou Tai, kämpft an meiner Seite. Wir werden ihn dazu bringen, sich wieder uns anzuschließen. I wish for nothing else. Nichts lieber als das. Yeah. Mit Zhou Tai an unserer Seite kann uns doch nichts mehr aufhalten. Auf jeden Fall wieder einen guten Verbündeten dazu gewonnen. Großer Stange. Ich kann diesen Grammatikfehler nicht akzeptieren. Geh weg. Okay. Yuan Shao, der vielleicht sogar am meisten gemacht hat in der Schlacht, hat die schlechtesten Waffen bekommen. Das ist natürlich schade. Na gut. Aber nichts machen. Ist alles random. Okay, dann teaser ich natürlich wieder die nächste Schlacht schon mal an. Gucken wir mal. Oh, es ist die Bucht von Osaka. Was? Die gab's gar nicht in Samurai Warriors 4. Das ist quasi das vor Osaka Castle, der Strand. An die Map kann ich mich aber, glaube ich, noch erinnern. Aber die gab es halt nicht in Samurai Warriors 4, ne? Genau, das war es mit der Kriegstrommel. Yo, ich glaube, hier hat man Keiichi Maeda dazu gewonnen. Das war eine coole Schlacht, das sage ich euch. Yo, nicht verpassen, Freunde. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao und danke fürs Ansehen. Zuhört rein.